Willkommen zurück. Wir sind in der Soteriologie, in den grundsätzlichsten Elementen überhaupt. Wir haben gesehen, der Mensch wendet sich Gott zu. Die Folge ist, dass wir in Christus hineingetauft sind, nämlich in seinen Tod. Er darum die Schuld für uns getragen hat und wir freigesprochen werden. Uns wird die Rechtfertigung, also die Schuldlosigkeit, zugesprochen. Das ist ein Element, das geschieht in der unsichtbaren Welt. Das spüren wir nicht. Der Bekehrungsschritt ist zwar unser Teil, aber dass wir dann gerechtfertigt werden, das merken wir nicht. Nur damit ist noch nicht zu Ende. Wir haben nicht nur die Vergebung der Sünden, so dass wir jetzt wieder vor Gott bestehen können, sondern wir werden auch wiedergeboren. In dem Moment, wo der Mensch in den Leib Christi hineingetauft wird, wird er nicht nur in seinen Tod getauft, sondern eben auch in seine Auferstehung. Denn Christus ist ja durch den Heiligen Geist lebendig gemacht worden. In dem Moment, wo wir also in den Leib Christi getauft werden bei der Bekehrung auf der unsichtbaren Ebene, kommen wir in Berührung desselben Heiligen Geistes, der schon Christus auferweckt hat, und das entspricht unserer Wiedergeburt. Bei der Bekehrung, da ist der Mensch der Aktive, er bringt seine Schuld Jesus. Bei der Wiedergeburt ist der Heilige Geist aktiv, er schenkt diese Wiedergeburt. In Philipper 3, Vers 10, da sagt Paulus, er möchte die Kraft der Auferstehung deutlicher erleben. Ja, es ist eben das, was Gott oder der Geist, den Gott schon lebendig gemacht hat, macht uns jetzt eben auch lebendig. Wir waren nach Epheser 2, 5 tot durch die Übertretungen und Sünden, die da waren. Und jetzt werden wir lebendig gemacht. Wir kommen in eine Beziehung mit Gott hinein. Und damit werden wir eben wiederhergestellt. Er macht uns lebendig. Das ist nicht nur ein Status, sondern jetzt arbeitet Gott mit uns. Jetzt kommen wir in eine Beziehung. Wir sind jetzt geistlich lebendig. Wir haben also jetzt eine Beziehung mit Gott. Wir können jetzt aus dem Zustrom Gottes leben. Und da haben wir schon mal den ersten Link dann mit in die Heiligung hinein. Kolosser 1, 13 redet davon, dass wir versetzt wurden, also passiv aus dem Reich der Finsternis ins Reich des lieben Sohnes. Das ist eben Teil dieser Wiedergeburt. Wir werden lebendig und können darum nicht mehr im alten Leben sein. Wir sind dem alten Leben gestorben und sind im neuen Leben auferweckt. Das entspricht eben dieser Versetzung. Oder Kolosser 2, 12, wir sind mit Christus mit auferweckt. Das, was Christus getan hat, ist das Vorlaufende für uns, dass wir mit auferweckt sind, dadurch wiedergeboren wurden durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, wie es 1. Petrus 1, Vers 3 ausdrückt. Also die Wiedergeburt ist erst möglich, nachdem Jesus von den Toten auferstanden ist. Jesus konnte Menschen zwar zu sich führen im Sinne der Bekehrung, aber die Wiedergeburt schenken, auch die Rechtfertigung, ist gemäß Römer 4 erst durch die Auferstehung dann möglich. Durch den Geist sind wir mit Christus also lebendig gemacht worden. Ja, was sind weiter die Folgen davon? Wir sind nach Epheser 2, 13 dadurch Gott nahe geworden, denn wir haben jetzt Zutritt, wir können bestehen, und weil jetzt diese Beziehung aber auch durch den Geist gekommen ist, sind wir ihm jetzt nahe geworden. Wir merken, diese Punkte, die sind alle dicht aufeinander. Das ist eigentlich mehr eine logische Reihenfolge als eine zeitliche Reihenfolge, denn das geschieht alles im einen und selben Moment der Bekehrung. Es ist aber eine logische Reihenfolge, zuerst Bekehrung, dann Rechtfertigung, dann Wiedergeburt, aber zeitlich ist das alles in einem drinnen. Darum können wir durch die Bekehrung, durch Gottes Wiedergeburt, jetzt mit Gott nahe sein. Ja, der Heilige Geist hat uns gesalbt und versiegelt, dass in dem Moment, wo wir in seinen Leib getauft wurden, sind wir in Berührung gekommen mit dem Heiligen Geist. Es ist eben derselbe Heilige Geist, den Jesus schon eingesetzt hat als Hohenpriester. So würden jetzt auch wir gesalbt und eingesetzt als Priester. Wir wurden versiegelt, wir sind jetzt Priester Gottes geworden. Oder Titus 3, 4 bis 6 sagt, dadurch sind wir gerettet, indem wir jetzt eben in Christus sind, haben wir die Beziehung zu Gott, und das reicht eben bis in den Himmel hinein. Wir sind gerettet von der Finsternis. Wir erhielten dadurch Zugang zum Reich Gottes, Hebräer 4, 16. Oder damit sind wir auch eingesetzt im Himmel in Christus, wie Epheser 2, 6 das sagt. Und jetzt herrschen wir mit Christus. Wir hatten das im Rahmen der Christologie angesehen, was dieses Herrschersein von Jesus bedeutet. Er herrscht und wir herrschen jetzt mit.
absolut grandios. So, wir sind da also bei der Wiedergeburt angekommen. Jetzt könnte man sagen, ja, das Ziel ist damit ja erreicht. Also wir haben Frieden mit Gott, wir kommen in den Himmel, wir sind da jetzt lebendig gemacht worden, Gott flickt uns da wieder zusammen. Aber das reicht Gott nicht, sondern Gott setzt noch eins obendrauf und er sagt, ich adoptiere euch auch. Das ist noch eine ganz andere Dimension, das ist nämlich die Grundlage für die Heiligung, die da kommt. Jetzt geht es also nicht mehr darum, gerettet oder nicht gerettet, Himmel oder nicht Himmel, sondern jetzt bin ich bereits wiedergeboren und Gott schenkt mir noch diese Adoption. Was ist damit gemeint? Oder er hätte uns bei der Wiedergeburt stehen lassen können, die Beziehung wäre wiederhergestellt gewesen, wir haben Zutritt in den Himmel. Aber Gott macht uns nun zu seinen Kindern. Das heißt, er rettet uns nicht nur und lässt uns alleine, sondern er sagt, und wenn ihr jetzt da versetzt wurdet ins Reich Gottes, adoptiere ich euch in die göttliche Familie. Wir bekommen Anteil an Gott. Das heißt in Johannes 1,12, alle, die ihn aber aufnahmen, denen gab er Vollmacht, Kinder Gottes zu werden oder zu sein, denen, die an seinen Namen glauben. Die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind. Also in dem Moment, wo ein Mensch wiedergeboren wird, wird der gleichzeitig adoptiert, ab dann sind wir Kind Gottes. Und jetzt dürfen wir das ganze Leben lang Kind Gottes sein, immer in dieser Abhängigkeit zu unserem Vater. Wir sind die Kinder, Gott ist jetzt unser Vater. Dadurch sind wir der göttlichen Natur teilhaftig geworden, wie 2. Petrus 1,4 sagt, teilhaftig geworden. Wir sind ja adoptiert, wir sind jetzt so, wie man selber eben Kind Gottes schon immer gewesen wäre. Oder wir haben so ein Beispiel mit Kaiser Augustus. Kaiser Augustus ist ja ein Adoptivsohn von Cäsar, denn der hatte selber kein Kind, hat dann den Octavian eben adoptiert und hat nun dieselben Rechte und Pflichten wie ein Kind, ein eigenes Kind, und deswegen ist Kaiser Augustus dann eben Kaiser geworden. Und so sind wir adoptiert, so wie wir schon immer Sohn oder Kinder Gottes gewesen wären, so sind wir jetzt adoptiert, voll mit dabei. Nun, dieser Begriff Adoption, der wird häufig nicht so übersetzt. Die Bibel spricht häufig vom Kind Gottes sein. Es gibt übrigens dann auch noch die andere Stelle aus 1. Johannes 2, Vers 12 bis 14, wo davon die Rede ist, dass wir zuerst ein geistliches Baby sind, nachher geistliche Teenager, nachher Väter und Mütter in Christus. Wenn also in dem Zusammenhang vom Kind Gottes die Rede ist, dann ist das ein Wachstumsschritt. Aber da geht es jetzt soteriologisch nicht darum. Wenn man von Kindern im Sinne des Wachstums redet, geht es um Heiligung. Hier hingegen geht es um unseren Stand in Christus. Wir sind Kinder Gottes. Und jetzt gibt es drei Ausdrücke Hyothesia, also nicht nur Hyos als Sohn, sondern Hyothesia, das ist die Kindschaft. Kindschaft könnte man eben mit Adoption wiedergeben. Es gibt insgesamt 5-mal diesen Begriff, aber 3-mal in diesem soteriologischen Zusammenhang. Ja, es lohnt sich, diese drei Stellen zu lesen. Epheser 1,5. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft durch Jesus Christus nach freiem Entschluss seines Willens. Also, diese Sohnschaft, die jetzt da gegeben ist, diese Adoption, die in Gott sein können, weil er uns zu Kindern gemacht hat. Oder Galater 4,5, Gott sandte seinen Sohn, damit er die, die unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Kindschaft empfingen. Also es geht nicht nur darum, dass Vergeben der Sünden da ist, sondern eben noch mehr, dass wir diese Kindschaft haben, dass wir zur Familie Gottes gehören, was eben untereinander auch bedeuten, wir gehören zusammen, wir sind eine Familie. Gott hat uns zusammengestellt in die Gemeinde, dass wir miteinander jetzt unterwegs sind. Oder Römer 8,15, ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wiederum zur Furcht. Oder vorher war das so im alten Leben, der Teufel hat uns gegeißelt, da hatten wir Furcht im alten Leben, jetzt sind wir aber versetzt worden und dieser neue Geist, der jetzt über uns triumphiert, ist eben nicht mehr dieser teuflische Geist, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, aber lieber Vater. Abba,
Das ist so ein Kosenamen. Av, Hebräisch, das ist eigentlich der Vater. Und Abba, das ist so eine Intimform. Der Daddy, würden wir hier in der Schweiz sagen. Der Daddy, der Papi, ist also ganz ein intimer Ausdruck, wo man in einer tiefen Verbundenheit ist. Gott ist also nicht einfach der strenge Gott da oben und wir sind irgendwo freigesprochen, jetzt kann ich ruhig sein, ich kann ja dankbar sein, dass ich in den Himmel komme, sondern wir sind jetzt in dieser nahen, vertrauten Beziehung. Wir dürfen diesen großen Gott des Universums mit Vater ansprechen und wir sind seine Kinder. Das bedeutet, dass er für uns sorgt. Wenn er unser Vater ist, so wie wir unseren Kindern schauen, wie viel mehr schaut Gott? Also er rettet uns nicht nur und lässt uns dann alleine, sondern er schenkt uns eben auch die Adoption. Er stellt sich auf unsere Seite, er beschützt uns, er geht mit uns. Ja, er wohnt ja durch den Heiligen Geist in unseren Herzen und deswegen sind wir jetzt dermaßen privilegiert. Jetzt ist es so, dass man schon vorher als Kind bezeichnet wurde, wir sind jetzt aber als Kinder Gottes adoptiert. Das heißt nämlich in 1. Johannes 3, Vers 10, daran wird offenbar, welche die Kinder Gottes und welche die Kinder des Teufels sind. Das heißt, ein Mensch, der Jesus nicht kennt, ist vorher ein Kind des Teufels und durch das Versetztwerden, durch die Wiedergeburt, werden wir jetzt ein Kind Gottes. Also, wir waren nicht vorher nichts. Wir waren schon Kind, aber jetzt sind wir eben adoptierte Kinder in einer neuen Familie. Man war vorher Kind Satans, nun Kind Gottes als Adoptierte. Es ist eine Annahme an Sohnes statt. Wir gehören jetzt in diese Familie. Ja, das geht so weit, dass Hebräer 2,11 uns sogar als seine Brüder nennt. Natürlich, der Sohn Gottes, da gibt es nur einen, nur der Sohn Gottes ist Gott selbst. Wir sind nicht Götter im Sinne von gleich wie Gott, aber wir sind in derselben Familie und Jesus bezeichnet uns sogar als Brüder. Wie geschieht das? Als Kinder Gottes haben wir den Geist Gottes in unseren Herzen, der eben diese staunende Verbindung herstellt. Wir haben also nicht nur einfach einen neuen Stand in Gott, sondern wir leben jetzt auch in dieser innigen Verbindung, weil der Heilige Geist ja direkt in uns ist. Jetzt einfach aufpassen, dass wir die Adoption, also dass der Geist Gottes in uns drinnen lebt durch die Wiedergeburt und diese Verbindung nun stattfindet, dass wir das jetzt nicht mit der Geistestaufe gleichsetzen. Geistestaufe, das ist dann später die Ausrüstung mit der Kraft, dann im Dienst zu bestehen, sondern jetzt geht es darum, dass wir einfach Gott in unseren Herzen haben durch die Wiedergeburt und auch gleichzeitig vom Stand her wir als adoptive Kinder adoptiert wurden. In diesem neuen Mix, in dem wir jetzt drinnen sind, haben wir eine privilegierte Stellung, die eben Auswirkungen hat auch auf die Heiligung. Wenn wir jetzt uns Richtung Gott bewegen sollen, dass wir uns lernen, anders zu verhalten in diesem neuen Leben, ist es nicht mehr einfach ein Müssen. Ja, Gott hat für mich gemacht, darum muss ich jetzt für ihn leisten, sondern das geschieht jetzt aus dieser Vater-Sohn-Beziehung heraus. Wir sind angenommen bei Gott. Er erzieht uns jetzt. Er ist unser Vater und das ist jetzt das Vorrecht des Kindes, dass er uns erzieht, dass er uns nicht einfach so lässt, wie wir sind. Galater 4,6 heißt es ja, dass wir jetzt ihn als Vater anrufen und der Vater weiß, was das Beste für uns ist. In Römer 8,16 heißt es, dass der Geist, also von Gott, unserem Geist Zeugnis gibt, dass wir Kinder Gottes sind. Das ist das, was Gott permanent uns jetzt mitteilt durch den Heiligen Geist. Du bist errettet, du gehörst zu mir, du bist in der Familie drinnen und das gibt uns Heilsgewissheit. Also Heilsgewissheit ist nicht nur ein theoretisches Wissen, ja, irgendwie bei der Bekehrung hat ein Seelsorgerhelfer das mal gesagt, sondern Gott selber bezeugt es uns, wir gehören zu dieser Familie. Ja, was haben wir jetzt für Privilegien? Jesus nimmt das auf in Matthäus 6, wenn es um Sorgen geht, dass er sagt, ja schaut euch mal die Lilien an, schaut euch mal die Vögel an, Gott versorgt, er kleidet, ja wie viel mehr dann die Kinder. Das heißt, auf geistlicher Ebene dürfen wir zur Ruhe kommen, da haben wir das, was wir brauchen, auch wenn es auf menschlicher Ebene, also eben im Fleisch, so noch nicht geht, wir dort vielleicht sogar Angst haben, aber wir sollen zuerst mal das Reich Gottes sehen, im Geist leben, dort zur Ruhe kommen. Jesus endet dort ja dann damit, dass er dann sagt, der nächste Tag hat seine eigenen Probleme,
Also jetzt nicht für den Tag sorgen. Wir können ja eh die Lebenslänge mit dem eigenen Bemühen nicht erweitern. Also Gott schenkt uns da eine Gemeinschaftsebene im Geist, eine Ebene der Ruhe, wo wir eben im ganzen Stress drin sein können. Der Vater sorgt für seine Kinder und das gibt uns Gelassenheit. Wir sind nicht nur einfach gerettet und haben den neuen Stand, müssen jetzt aber selber schauen, sondern wir haben einen neuen Stand, aber leben jetzt gleichzeitig in dieser Beziehung mit Gott. Er schaut für uns, er weiß ja, wie es uns geht. Er hat es schon gewusst, bevor wir es überhaupt gewusst haben und das macht uns gelassen. Und aus dem heraus geschieht dann eben die Heiligung. Heiligung ist nicht ein Müssen, so jetzt strenge dich an, Gott hat dich errettet, also jetzt musst du auch voll hingeben, sondern weil wir in der Beziehung sind, ist Heiligung jetzt ein Danke, ist ein aus dieser Beziehung leben, weil er uns beschenkt hat, möchten wir mit ihm gehen. Heiligung ist eine Reaktion der Liebe. Wir gehen mit ihm, wir dürfen in dem bleiben, was er uns geschenkt hat. Gott erzieht uns jetzt. Heiligung ist nicht, ich muss mich anstrengen, sondern Heiligung bedeutet, der Vater erzieht seinen Sohn. Hebräer 12, dort ab Vers 6, er straft und züchtigt, heißt es dort ja sogar, ganz krass ausgedrückt. Aber es ist nichts anderes als das, er schickt uns in die Schule. Das Leben bringt schwierige Phasen mit sich, Jakobus 1 Vers 2 sagt aber, wir sollen uns freuen, wenn wir in viele Prüfungen hineinkommen, weil gerade das unser Leben verändert, Geduld wirkt. Auch Römer 5 Vers 3 sagt, wir rühmen uns in der Bedrängnisse, weil Gott uns gerade damit erzieht. Wir haben jetzt also das Privileg, dass wir nicht so bleiben müssen, wie wir sind. Gott vergibt nicht nur und dann bleibe ich stehen, sondern jetzt entwickelt er mich. Ich muss nicht in meinen Verletzungen bleiben, die der Teufel mir zugeschlagen hat. Ich muss nicht so bleiben mit meinen Ängsten und Unvollkommenheiten, sondern er entwickelt mich. Er nimmt mich jetzt in einen Prozess hinein. Ich darf Schritte gehen. Er entwickelt mich, er nimmt mich in die Schule. Ja, im Moment, wo die Schule läuft, ist es schwierig. Man versteht Gott nicht, es läuft nicht so. Aber gerade in diesen Situationen sind wir erst recht auf Gott angewiesen. Wir schreien zu Gott, wir bitten um seine Hilfe. Und gerade das ist der Weg, wie Gott uns näher zu sich nimmt. Dass wir immer noch stärker so denken, entsprechend auch fühlen, entsprechend auch handeln, wie es eben Gott tut. Gerade das macht er mit uns. Er entwickelt, er erzieht uns. Wir müssen nicht so bleiben, wie wir sind. Und das heißt eben, Heiligung geschieht ohne Druck. Heiligung ist etwas, was Gott bewirkt. Er bewirkt die Veränderung in uns drinnen. Wir dürfen einfach in diesem Fluss drinnen sein. Ein ganz gewaltiges Geschenk. Wir haben also nicht mehr einen Sklaventreiber hinter uns, sondern wir sind jetzt eben Adoptierte. Vorher war es der Teufel, der uns geschlagen hat. Ja, wir haben uns insofern daran gewöhnt, dass wir möglichst wenig aufgemüpft haben, dass wir möglichst wenig Schläge erleiden. Ja, jetzt sind wir versetzt worden und leider reagieren wir manchmal immer noch so wie im früheren Leben. Ja, wenn der Teufel, der auf der anderen Seite ist, brüllt, denn er ist ja ein brüllender Löwe, er nimmt noch Einfluss mit seinen Einflüsterungen und seinen Rufen. Aber wenn wir jetzt immer noch so reagieren wie früher, dann handeln wir immer noch dem Teufel gemäß, weil wir es früher uns so gewohnt waren, immer schön gehorsam sein, sonst wird es noch schwieriger. Und jetzt dürfen wir lernen, wir sind versetzt, wir haben einen neuen Stand. Gott erzieht uns so, dass wir immer mehr an ihm abhängig sind, nicht mehr gegenüber dem Teufel von früher. Jetzt ist also Heiligung eine Reaktion der Liebe. Wir lassen uns verändern, das kann ich selber nicht, aber alles, was ich jetzt tue, tue ich in Dankbarkeit zu Gott, aus Liebe zu Gott. Das ist also nicht ein falscher Druck, sondern er bewirkt das in uns. Dadurch werden wir eben dann immer mehr so wie unser Bruder Jesus, Hebräer 13, 9. Das ist letztlich dann das Ziel, immer mehr so zu werden, wie Jesus eben ist. So. Dadurch kommen wir nach der Adoption dann zur eigentlichen Heiligung. Das ist in sich auch eine eigene Playlist, das mache ich da nur kurz. Oder als Gläubige entwickeln wir uns vom geistlichen Baby zum Teenager, zum Vater und Mutter in Christus. Und das ist dann eben dieser Heiligungsprozess. Ich habe da
Zuerst den Stand, den ich da noch reinschieben möchte. Wohin sind wir gekommen, damit wir dann verstehen, wie jetzt die Heiligung eben losgeht. Ich habe da die Spalte, das Reich der Finsternis, und auf der anderen Seite das Reich des Lichts. Und jetzt schauen wir mal, wer ist da in welcher Reihenfolge eigentlich der Oberste im Reich des Lichts, das ist Jesus oder Gott. Und wenn man jetzt schaut, wer ist der Gegenspieler von Gott, dann erkennen wir, ja, Jesus hat keinen Gegenspieler. Wenn er seinen kleinen Finger erhebt, wenn er beginnt zu blasen, dann ist der Fall klar, Gott, Jesus hat keinen Gegenspieler. Und das ist wichtig, also Gott steht immer darüber, Jesus kämpft nicht gegen den Teufel, sondern die Ebene darunter, das ist dann der Erzengel Michael, und der kämpft gegen Satan, respektive darunter die Engel, die dann gegen die Dämonen kämpfen. Der Weltmensch, der ist den Dämonen untergeordnet. Und wenn jetzt ein Mensch sich bekehrt, dann ist er nicht einfach auf die andere Seite gewechselt, sondern in Christus werden wir über Engel herrschen. Unsere Position ist jetzt eben da oben. Also in Christus, im sogenannten dritten Himmel, während dann die Engel da im zweiten Himmel sind, wir sind von der Position her, vom Stand her in Christus und stehen darüber. Also ganz wichtig, dass wir das erkennen können, wohin Gott uns genommen hat, was jetzt unsere Position ist. So, und jetzt bleiben wir dort nicht, sondern jetzt entwickelt uns Gott. Und das ist jetzt eben die Heiligung, die hier in diesem bereits erwähnten Text von 1. Johannes 2, Abvers 12, geschildert wird. Wir wachsen vom geistlichen Baby, das heißt, vorhin waren wir jetzt in diesem Bild gesprochen noch nicht da. Wir wurden ein Baby, wir wachsen zu geistlichen Teenagern und wachsen dann zu Vätern und Müttern in Christus. Und das ist jetzt ein wichtiger Prozess, da lernt man zuerst einmal, was sind eigentlich die Grundlagen des Glaubens. Heiligung, muss man stark betonen, ist nicht einfach, du musst jetzt dein Verhalten ändern. Das ist eigentlich nur eine Mitkategorie, aber das ist nicht das Ganze. In Hebräer 6,1 wird mal geschildert, was ist das Erste, was ein Neubekehrter jetzt kennenlernen soll. Dann geht es darum, Umkehr und Glauben. Das heißt, was ist bei der Bekehrung geschehen? Das sollen wir mal ganz tief kennenlernen, dass der Glaube so richtig verwurzelt ist. Dann die verschiedenen Taufen in der Mehrzahl, die wir im Neuen Testament haben, und das Händeauflegen. Das heißt, was geschieht in der Gemeinde eigentlich? Die Kasualien sollen die Menschen kennenlernen, sowie dann Auferstehung und Gericht, also was geschieht, wenn ein Mensch stirbt. Da als geistliches Baby lernen wir noch nicht, wie handeln wir jetzt anders, sondern zuerst geht es mal darum, in der Heiligung, dass wir stark werden in Christus, dass wir das Heil richtig gut begreifen können. Römer 14,1 nennt das Schwache im Glauben. Ja, wir sind ja eben Neubekehrte. Oder 1. Petrus 2,2 spricht davon, dass diese Menschen noch geistliche Milch zu trinken bekommen, im Gegensatz zur festen Speise. Oder auch, wie war Jesus mit denen unterwegs? Ganz am Anfang hat Jesus einfach gesagt, komm und seht. Da hat er noch nichts erwartet. Darum aufpassen, dass wir nicht bei Neubekehrten dann schon, weiß ich nicht was, für einen hohen Level ansetzen. Ja, wir wachsen weiter zu geistlichen Teenagern. In diesem Text von 1. Johannes 2,12 heißt es dann, das sind die, die gelernt haben, den Bösen zu überwinden. Auch Römer 8,37 redet davon, wir überwinden weit all die Probleme, die wir da haben. Man ist schon so stark in Christus, dass man gelernt hat, auf geistlicher Ebene, also im Geist zu leben, dass man sich nicht runterzieht, obwohl auf fleischlicher Ebene vielleicht ganz viele Dinge eben kaputt sind. Aber die Seele ist erneuert, die ist bereits im Reich von Gott, da kann nichts von außen kommen, was einem das Innere nehmen kann. Ja, wie ging die Verkündigung? Matthäus 13,3, denen hat er in Gleichnissen gepredigt, erst ganz am Ende des Dienstes hat er dann direkt offen gepredigt. Die Frucht des Geistes gemäß Galater 5 beginnt zu wachsen. Das heißt, weil der Geist Gottes drinnen ist, beginnt jetzt Liebe, Freude, Friede, Geduld zu entstehen, denn wir werden ja immer mehr ins Bild Jesus umgestaltet, sodass diese Eigenschaften immer mehr sichtbar werden. Paulus sagt, Timotheus, dein Fortschreiten soll allen sichtbar werden, also Step um Step geht es vorwärts. Gott prägt uns. Er prägt uns im Leben durch Situationen, die schwierig sind, die schütteln uns, wir lernen dadurch wirklich im Geist zu sein.
oder wir lesen ein Buch, wir sind in der Predigt, wir sind in der Kleingruppe, wir haben einen Entwicklungspfad und so weiter. Man könnte da vielleicht sagen, wie Auszug aus Ägypten, oder Ägypten, das war so der alte Ort, jetzt kommt man raus, jetzt ist man aber in der Wüste drinnen. Ja, das ist vielleicht die schwierigste Phase. Die Leute wollten ja zurück wieder zu den Fleischtöpfen. Warum? Das Neue in Kanaan hat man noch nicht. Man ist noch nicht Vater und Mutter in Christus und kann mehr oder weniger voll zugreifen. Man will aber auch nicht mehr in der Sünde sein. Und das bringt große Spannungsfelder, gerade als geistlichen Teenager. Die Sünde kann man nicht mehr lieben und genießen. Soweit ist man schon, aber man hat auch noch nicht voll gelernt, im Geist zu leben. Und darum ist das eine schwierige Übergangsphase. Ja, wir werden dann Väter und Mütter. Das heißt dann nicht, dass man perfekt ist, denn Gott schleift immer mehr, bis das so richtig eine runde Kugel wird. Das heißt aber, dass immer geschliffen wird. Paulus beklagt sich im 1. Korinther 4,15, dass nur wenige geistliche Väter da sind. Ja, es sind nur wenige, die dahin kommen. Braucht ja auch seine Jahre. Also ich würde mal sagen, bis man Vater oder Mutter in Christus wird, das dauert schon mal 20, 25 Jahre. Ähnlich wie man ja auch im physischen Leben 20, 25 Jahre braucht, bis man erwachsen ist. Apostelgeschichte 6,3, die haben dann Diakone gesucht, die einen guten Ruf haben und voll Geist und Weisheit sind. Ja, das sind dann eben diese geistlichen Leiter, geistliche Väter und Mütter. Oder auch für Diakone gibt es spezielle Richtlinien. Als Vater und Mutter in Christus kann man tatsächlich mehr erwarten. Jetzt gibt es nicht mehr geistliche Milch zu trinken, sondern eben feste Speise für Vollkommene. Vollkommene nicht im Sinne von, die haben gar keine Sünde mehr, aber die gelernt haben, mit dem umzugehen. Jetzt redet Jesus nicht mehr in Gleichnissen, sondern frei und offen. Das sind Leute, die bewährt sind und die jetzt eben in das Bild des Sohnes umgestaltet wurden. Das ist die Idee der Heiligung. Also das geschieht, weil wir Kind Gottes sind, darum verändert Gott uns nun. Gott hat uns auch mit geistlichen Gaben beschenkt. Epheser 4,11 ist dieser fünffältige Dienst, durch die die Gemeinde zugerüstet wird. Also dieser Prozess hier läuft, indem Gott eben durch den fünffältigen Dienst an der Gemeinde arbeitet. Nun, was ist jetzt, wenn man gerettet ist? Und jetzt sündigt der Christ trotzdem wieder einmal. Nun, um was geht es? Wir haben schon in der ersten Grafik gesehen, ja, man fällt nicht mehr unter die Mauer zurück, aber wir schauen uns das noch etwas genauer an. Sagen wir, da sündige ich. Was geschieht jetzt in der unsichtbaren Welt? Und da läuft jetzt wieder vieles ab, das sehe ich nicht, das spüre ich nicht. Oder da ist Gott und wenn jetzt eine Sünde geschehen ist, dann kommt der Teufel und klagt an. Wir haben da diese beiden Bibelstellen. Ja, das bedeutet natürlich, weil Gott heilig ist, der Mensch sündig ist, dass der Zorn Gottes eigentlich über uns ausgegossen werden müsste. Aber in dem Moment kommt Jesus, das heißt in 1. Johannes 2,1, wir sollen nicht sündigen. Wenn wir aber sündigen, so haben wir einen Fürsprecher beim Vater Jesus Christus, der gerecht ist. Das heißt, Jesus tritt ein und sagt, stopp, ich bin für ihn gestorben, die Sünden habe ich getragen und darum werde ich nichts von diesem Zorn Gottes merken, wir sind ja gerade befreit. Es gibt nach Römer 8,1 keine Verdammnis für die, die in Christus sind. So, dann sendet er den Heiligen Geist, der an unsere Herzenstür klopft. Ich erkenne, opla, das war eine Sünde, ich kann Buße tun und dann ist es wieder in Ordnung. Das ist gerade die Idee, die Gott so jetzt durchzieht. Wir sind jetzt also Kinder Gottes und als Kinder Gottes sind wir dementsprechend auch Erben von Gott. Auch ein gewaltiges Thema. Also wir erben. Dadurch, dass der Heilige Geist in uns drinnen ist, haben wir bereits das Angeld. Wir haben bereits einen Teil von dem, was dann im Himmel auch ist. Sobald wir dann in den Himmel kommen, haben wir dann diese ganze Fülle. Wir dürfen dann das ganze Erbe in Anspruch nehmen. Und das ist jetzt interessant, dass die Bibel von zwei Typen von Erben spricht. Als Kinder Gottes sind wir jetzt bereits auf dieser Erde Erben. Wir haben nämlich einen neuen Stand in Christus und das ganze Reich Gottes gehört uns. Und da gibt es andere Bibelstellen, die auch vom Erbe sprechen, wo es dann aber drinnen heißt, dass wir dann eines Tages dieses Erbe antreten werden. Und das widerspricht sich nicht. Vom Stand her haben wir bereits alles, aber effektiv
haben wir es eben noch nicht sichtbar, greifbar. Das kommt dann erst. Jetzt haben wir da für beide Seiten Bibelstellen, also das heißt, es gibt doppelt so viele Stellen, die vom zukünftigen Erbe sprechen, wie vom jetzt gegenwärtigen, gut auseinanderhalten. Wenn man jetzt nur sagt, ja, wir haben jetzt schon alles, dann produzieren wir ein Christsein, das noch nicht ist, denn wir haben nun mal den Auferstehungsleib noch nicht. Umgekehrt, wenn wir sagen, ja, heute haben wir eigentlich noch nichts, das Erbe werden wir erst antreten, dann nehmen wir etwas von dem, was wir heute im Stand schon haben. Wir haben aber immer beides, Stand und Zustand, das sind zwei Dinge, die eben noch gegenläufig sind. Das Neue ist zwar, hat zwar schon begonnen durch die Wiedergeburt, aber der alte Äon ist gleichzeitig auch noch da. Wir sind da in einer Schnittmenge drinnen und darum nicht das eine gegen das andere ausspielen. Sondern wir sollen uns auf den Stand hin ausrichten, es packen geistlich, was Gott uns gegeben hat, gleichzeitig aber immer auch dankbar sein für das, was jetzt ist, auch in der ganzen Unvollkommenheit drinnen, sonst geht für uns der Glaube mit der Zeit nicht auf. Wenn wir nur davon reden, was wir alles bereits haben, dann werden wir in der Realität feststellen, ja, so einfach ist es nicht. Wir werden enttäuscht, ernüchternd, werden wir vielleicht dann irgendwie Abstand vom Glauben nehmen. Umgekehrt gibt es aber auch Gläubige, die sagen einfach, ja, es ist so, wir können nichts machen, dann nehmen sie die Fülle Gottes nicht wirklich in Anspruch. Also, genau in der Mitte bleiben. Gott kommt nun mit uns zum Ziel. Jesus ist ja aufgefahren in den Himmel und wir sind ja in Christus. Also wenn er aufgefahren ist und sich zu Rechten des Vaters gesetzt hat, dann sind wir in Christus und dürfen auch mit ihm die Herrscherposition einnehmen. Epheser 2,6 spricht davon, dass wir mit dazu gesetzt sind in der Himmelswelt, mit auf den Thron. Dort herrschen wir mit Christus. So gewiss Jesus in seinem Heilshandeln zum Ziel gekommen ist, so sicher dürfen wir sein, dass auch wir mit ihm zum Ziel kommen. Das gibt uns die Perspektive, es wird uns gelingen, denn Gott wird uns nicht einfach loslassen. Wir dürfen das Ziel, dieses Erbe dann voll aufnehmen. Wir sind also voll Beschenkte von Gott. Er hat seinen Stand eingenommen, er hat seine Position eingenommen und weil wir in Christus sind, haben auch wir unsere Position eingenommen. Gott hat uns eine Lebensberufung gegeben und mit dieser Lebensberufung sind wir auch beschenkt worden mit Gaben. Epheser 4, Vers 8 spricht davon, dass wir durch die Auffahrt Christi eben auch mit beschenkt wurden. Gott gibt uns also nicht nur eine neue Position, ein Baustein, lebendiger Baustein in diesem lebendigen Tempel, sondern wir bekommen auch die entsprechenden Begabungen dazu, das ausführen zu können, auch wenn es gilt, diese Gaben zu entdecken und auch zu entwickeln. So, Berufung, Heiligung. Ich nehme noch das Element rein vom in Christus sein, weil das gut zusammenfasst, was ist soteriologisch eigentlich geschehen. Jesus ist da gekreuzigt, gestorben, er ist begraben worden und weil wir jetzt bei der Bekehrung in Christus hineingetauft wurden, sind wir mitgekreuzigt, mitgestorben, mitbegraben. Wir haben das in der Christologie auch schon angesehen. Und auf der anderen Seite, er ist auferstanden, er ist lebendig geworden und wir sind jetzt mit auferweckt, mit lebendig geworden. Also sein Sterben entspricht unserer Bekehrung, seine Auferstehung entspricht unserer Wiedergeburt. Er ist dann eingesetzt worden im Himmel, er sitzt auf dem Thron, er herrscht mit. Das entspricht seiner Position und weil wir in Christus sind, sind wir eben auch mit eingesetzt. Wir sitzen mit auf dem Thron, wir haben auch unsere Stellung, unsere Berufung erhalten, sind mit Gaben dann eben beschenkt worden, um diese Aufgabe auch auszuführen. Das entspricht also auch unserer Berufung. Und so wie er dann den Geist ausgegossen hat, entspricht das bei uns die Ausrüstung mit der Kraft. Also alles, was bei der Bekehrung in der unsichtbaren Welt geschehen ist, entspricht dem, was Christus als Vorläufer getan hat. Wir sind in Christus, alles, was ihm ist, wird uns entsprechend angerechnet. Und das ist jetzt wiederum das, was in der Wassertaufe dann kopiert wird. Wir sind in der geistlichen Welt in Christus hineingetauft worden, also in seinen Tod. Wir sind gestorben, wir sind begraben.
Das stellen wir in der Wassertaufe dar, indem wir einen Menschen untertauchen. Und so wie Christus aus dem Grabe auferstanden ist, sind wir durch denselben Geist wiedergeboren worden. Das stellen wir dar, indem wir den Menschen aus dem Wasser wieder rausheben. Also die Wassertaufe ist ein äußeres Bild für das, was bei der Bekehrung auf unsichtbarer Welt eben gelaufen ist. So, all das, was wir jetzt da an Wissen aufgezählt haben, das wissen wir nur, weil es Gott uns in der Bibel offenbart hat. Das kann der Mensch also nicht selber ergründen, sondern das ist offenbart. Und das Ganze geschieht in einem Augenblick. Also es ist jetzt nicht so, dass Bekehrung, Rechtfertigung, Wiedergeburt und Adoption irgendwie lange verteilt ist. Nein, es kann sein, dass die Geistestaufe ein bisschen später ist und die Signale Gottes, klar, die waren natürlich vorher. Aber die vier Elemente, Bekehrung, Rechtfertigung, Wiedergeburt und Adoption, das findet im selben Moment statt. Wir haben da die Schilderung aus Apostelgeschichte 10, als Petrus bei Cornelius war. Dort haben wir eine Geschichte erzählt, wie die Menschen geglaubt hatten, Geist getauft wurden. Im Kapitel 11 erzählt er das in Jerusalem und im Kapitel 15 erzählt Petrus es noch einmal. Und wenn wir jetzt diese drei Geschichten zusammennehmen, merken wir, das sind alles diese Begriffe, die im ein und selben Moment dort passiert sind. Die Wiedergeburt und die Geistestaufe ist dann ganz, ganz kurz dicht gefolgt auch dort gewesen. Manchmal erleben die Geistestaufe, also die Ausrüstung mit Kraft für den Dienst, auch etwas später. Äußerlich merken wir davon aber nichts. Das ist alles in der unsichtbaren Welt geschehen. Aber wir dürfen die Auswirkung davon sehen. Auch wenn heute jetzt noch nicht alles sichtbar ist von diesem neuen Stand, den wir haben, denn wir sind immer noch auf einer gefallenen Welt. Wir sind noch auf der Welt, aber nicht mehr von der Welt. Und das gilt es auszuhalten. Also gut unseren neuen Stand, aber eben auch unseren gegenwärtigen Zustand auseinanderhalten, sonst vermischen wir die Dinge und dann geht der Glaube für uns nicht auf. Nun, durch diese und das letzte Video haben wir jetzt den Kern der Soteriologie angesehen. Was ist da eigentlich in der unsichtbaren Welt gelaufen? Jetzt das Nächste, was wir ansehen, da gehen wir wieder ein bisschen in die Praxis hinein. In der Praxis läuft es manchmal nicht ganz so einfach wie in der Theorie. Wir schauen uns da also Probleme an, die im Zusammenhang mit der Wiedergeburt entstehen, die eben auch zum Teil da sind. Wie gehen wir damit um? Bis dann zum nächsten Video. Schön, dass du mit dabei warst.